100 Jahre SV Werder Bremen, meine Damen und Herren. Eine sehr lange Zeit, eine Zeit natürlich, in der es sehr, sehr viel zu berichten gibt, in der sehr viele Anekdoten auch passiert sind. Wir haben zwei profane Zeitzeugen heute zu Gast bei uns, Leute, die Geschichte geschrieben haben für den SV Werder Bremen, schon fast Ikonen sind im Fußballbereich. Zum einen Pico Schütz, zum anderen Max Lorenz. Herzlich willkommen, meine Herren. Danke. Ja, 100 Jahre SV Werder Bremen. Sie haben ganz, ganz viel davon mitgestaltet. Sie sind beide Mitglied der ersten Bremer Meistermannschaft gewesen, 65. Richtig, ja. Können Sie sich noch erinnern, wie das damals war? Ja, das ist ja erst 35 Jahre her. Ne? Ja, fast. Ist richtig, ne? Ja, fast 35 Jahre her, da kann man sich natürlich dran erinnern. Und das tun wir auch sehr gerne, glaube ich. Denn wir sind stolz darauf, zu der Zeit dabei gewesen zu sein. Wir haben die erste deutsche Fußballmeisterschaft für Werder Bremen. 2 Jahre vorher wurden wir Pokalmeister. Das sollte man an dieser Stelle nicht vergessen. Das Nein, ist natürlich auch immerhin nicht. Was. Natürlich und ich denke, wir sind diejenigen gewesen, das darf man mit einem gewissen Stolz sagen, die für die großartige Entwicklung danach ja auch den Grundstein gelegt haben. Und für mich ist es auch sehr schön zu wissen, dass die jungen Menschen, die nach uns dran sind oder nach uns kamen, Pico kann das viel besser noch erklären, die ja auch einen großen Erfolg für Bremen, für Werder Bremen und auch insbesondere für die Stadt Bremen immer wieder Garanten waren, etwas Gutes für die Stadt zu tun, denn einen besseren Werbeträger, und das kann ich sagen, weil wir viel unterwegs sind, nicht nur in Bremen und umzu, sondern auch weltweit, Bremen und Werder, das ist ein Wort. Das ist eine Symbiose, nicht? Ist Symbiose. Klar. War man eigentlich sehr überrascht aus seiner Zeit, was die Stadt und was die Bevölkerung so damals auf die Beine gestellt hat nach der deutschen Meisterschaft? Oh ja, man war schon überrascht, nicht? Denn es ist ja viel getan worden dann. Ja. Corso, es gibt dann Autokorso und war ja gewaltig, wie wir mit dem Zug auf dem Hauptbahnhof ankamen, was da los war. Die Hunderttausende von Menschen und das war ja nun nicht das schönste Wetter. Wir hatten ja Regen bis zum Gehen nicht mehr. Bremer richtig original Bremer Wetter. Sie kannten das ja. Und mussten denn da mit den offenen Wagen vom Bahnhof bis zum Rathaus, mussten wir durch. Das ist alles nichts. Ne? Ja, ja. Das war wie ein Spiel. Das haben wir auch sehr gerne getan. Ja, klar. Irgendjemand hat jetzt gerade festgestellt, das war der größte Empfang, der jemals Menschen zuteil gekommen ist. Denn, naja, das sind irgendwo, wie du hast gerade gesagt, 100.000 Leute. Das ist eine Menge, ja. Das war schon etwas ganz Besonderes. Wenn man heute die Bilder sieht von früher, dann kommen die Härchen noch hoch. Das ist sehr schön dabei. Das war ja auch so ein bisschen einzigartig seinerzeit, denn Werder Bremen war ja nicht unbedingt Favorit. Wir waren nicht gesetzt, da haben wir völlig recht. Aber wir waren ein Haufen. Das fängt mit Pico an, der das Tempo bestimmt hat, der die Ordnung vorgegeben hat. Ein Kapitän, nun ist er auch noch mein Freund, den man sich gar nicht besser vorstellen kann. Da haben wir uns dran gehalten und dass jeder junge Spieler mitmarschiert. Ja. Er war der Älteste an Jahren der Zeit. Ich glaube, Jackel war noch vom Alter etwas älter, aber der Zugehörigkeit Werder Bremen und die jungen Menschen, die dann zu uns gekommen sind, ich denke auch immer wieder an Horst Höttges, ein junger Bengel, der ja dann auch gleich gepasst hat. Wir kriegen Klaus Matischak in die Meisterschaft dazu, Pico, wie war das? Ja, Matti. Und war das eigentlich sehr schwer, Entschuldigung, wenn Sie haben die Leute ja integriert, Sie waren sowas wie ein Vorreiter, ein Idol seinerzeit schon. War es sehr schwer für junge Leute in die Mannschaft reinzukommen, weil das alles so passte? Wenn Sie mir das Wort geben, ich bin ja nun Bremer Junge, das heißt in Hemling groß geworden. Und dann sollte ich zu Werder, oder ich bin dann zu Werder Bremen und das schönste Erlebnis, der erste Trainingstag, war eigentlich Pico Schütz, denn wir kannten uns, man hat sich gesehen. Ich habe sogar mal eine Stunde Probetraining gemacht, da wollten sie mich gleich da behalten, aber Pico hat mir gleich die Hand gereicht und mir das Vertrauen gegeben. Ich habe mich wohlgefühlt. Ja. Da bin ich ihm bis heute dankbar und werde ihm das nie vergessen, denn das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man als junger Mensch, ob das im Job ist oder eben auch als Fußballprofi, auch zu der Zeit schon irgendwo in eine andere Stadt geht oder meinetwegen auch nur von Hemling nach Bremen, und dann gleich so empfangen wird, dann gibt es eine Selbstsicherheit, als wenn man da so in der Ecke. Und das ist, glaube ich, heute auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen bleiben auch sehr viele Spieler, die von auswärts kommen, gerne in Bremen, weil wir das vermitteln konnten. Und es ist eine schöne Stadt, ne? Und die Stadt ist ja nun traumhaft schön. Ja, und für mich ist es eine Weltstadt, wenn wir auch von der Einwohnerzahl nicht ganz da sind. Aber wir haben was. Das ist schon toll. Ja. Schönes Stichwort ist Profi. Sie sind beide Profifußballer geworden, zu einer Zeit, als es eben noch nicht diese Riesengehälter zu verdienen gab.
Wir leben in einer anderen Zeit und wir scheuen uns davor, von früher zu reden. Es ist natürlich ein Problem der Erziehung sicherlich. Wir waren noch hungrig, das darf ich Ihnen sagen. Wir haben auch Geld verliehen und wir konnten uns auch, wenn man aufgepasst hat, mit dem Geld schon etwas anschaffen. Denn Sie wissen, vor gut 30 Jahren war das Grundstück, auf dem man sein Haus bauen möchte oder wollte, noch viel preiswerter als heute. Die Autos waren preiswerter. Die ganze Entwicklung ist ausgeufert in den Relationen, sicherlich manchmal gar nicht mehr zu verstehen. Denn wenn ich mir vorstelle, dass so ein Mann wie Pico Schütz in der derzeitigen umgesetzt nach heute, der wäre gar nicht zu bezahlen gewesen. Denn das war einer derjenigen, der hätte also, der wäre mehrfacher Millionär geworden. Und das sind wir natürlich nicht geworden mit dem Fußball. Und insofern hat sich die Zeit schon geändert. Das war ja damals, ich glaube, das Gehalt lag so nach Höchstgrenze über 1200 Mark, Pico. Heute, da können Sie noch drei Nullen hintermachen teilweise bei vielen Leuten. Ärgert man sich da, dass man in der falschen Zeit gespielt hat oder überwiegt das Positive? Na, ich ärgere mich ja nicht drüber, denn die Zeiten haben sich ja alle geändert. Die Butter ist teurer geworden, der Spieler wird teurer. Ja. Und was sollten die Leute sagen, die ja auch gut Fußball gespielt haben, wie ein Willi Schröder, der dann aufhören musste, wie die Bundesliga begann, oder andere Spieler, die ja nicht schlechter waren. Nein. Ob das der Alfred Pfaff in Frankfurt war oder was war, gut, Fritz Walter kann es ausnehmen, der verdient sich ja mehr, wie er früher als Spieler gekriegt hat. Ja. Aber die haben ja auch nicht geweint. Und ich weine nicht. Ich gönne auch jedem, dass er das verdient. Bloß er muss dann, wie gesagt, verdammt nochmal seine Leistung bringen. Ja, heute wird der 18-Jährige schon so sehr viel Geld. Pico hat mal einen wunderschönen Satz gesagt vor Jahren. Er sagte, wissen Sie, die Fragen werden natürlich immer wieder gestellt. Ist Mensch, klar. Wenn ja heute und so. Da sagt er, wissen Sie was, wir sind zufrieden. Wir haben die schönste Zeit erlebt. Und das war auch wirklich so. Fußball hat Ihnen noch was gegeben. Tür, ich sehe da hinten gerade eine offenstehende Tür. Man hat ja... Die Türen waren offen und dann muss man selber durchmarschieren und sein Leben dann bestimmen oder auch selber formen. Aber wir haben in der schönsten und besten Zeit gespielt, wir waren erfolgreich, wir hatten viel Spaß, wir hatten eine tolle Kameradschaft und das ist sicherlich und hoffentlich heute auch noch so, aber anders. Das weiß man. Mhm. Das ist heute ganz anders. Und wenn junge Menschen, wenn ich sie manchmal aus dem Bus steigen sehe, so 17-, 18-Jährige, denkt man, jetzt kommt da der große Fußball, also aus dem Auto steigen sie gehen auch so, aber auf dem Platz sieht man denn immer viel, viel weniger. Aber gut, es sei ihnen gegönnt. Ist klar. Nun haben Sie ja noch, Sie hatten so eine Art Auffangbecken, glaube ich. Das war die fünfte Mannschaft seiner Zeit, wo viele der alten Kameraden, unter anderem Sie beide ja auch, dann noch weitergespielt haben. Ja, Günter Bernhard. Das haben wir gemacht. Denn so abrupt konntest du ja nicht aufhören. Du musstest ja was tun. Der eine spielte Tennis, der andere Fußball, der andere dies und das. Und wir haben uns entschieden, für die fünfte Herren vom Werder Bremen Fußball zu spielen. Und es hat Spaß gemacht. Das war eine gute Kameradschaft. Es kam aber auch hinzu, dass der SV Werder in der Zeit keine gute Altliga-Mannschaft hatte, wo wir hätten spielen können und wollen. Bloß, wenn wir da irgendwo mit der Mannschaft hingefahren sind und haben keine gute Leistung gebracht, damit man sich schämen muss und sagt, da, guck mal, Werder Bremen, was das denn findet Gurkentruppe da. Und da haben wir uns entschieden, für die fünfte Herren zu spielen mit einigen Spielern und da haben wir uns viel, viel Spaß gemacht. Das glaube ich.